Bei einem Spiel in Chile zwischen Universidad de Chile und Internacional bekam Inters Gonzalo Sorondo kräftig einen mit. Beim Rettungsversuch von Universidads Abwehrspieler Osvaldo González musste statt dem Ball sein Kopf herhalten. Der Schiedsrichter hat die Aktion übrigens nicht gesehen und weiterspielen lassen. Vielleicht hat ja auch er Ball und Kopf miteinander verwechselt.